Morgen, Frau Weissfreunde. Was machen wir heute Morgen, Freitag, 17. Mai? Ich mache die letzte Spritzung beim Steinobst, also Kirsche und Zwetschge, gegen den Schrotschuss. Ich weiß, jetzt kommt wieder was, Bio und Spritzen, das geht ja gar nicht. Doch, es geht. Ich verwende Mycosin, das ist ein Tonerdenpräparat mit Schachtelhalm, Extrakt darin und Netzschwefel. Das ist ein natürliches Element, der Schwefel, und das verhindert die Pilzausbreitung vom Schrotschuss und vom Schorf. Warum mache ich das? Ganz einfach. Beim Steinobst ist es so, wenn wir einen Schrotschuss haben, werden die Blätter löchrig, fallen runter und somit gibt es keine Früchte. Und ich habe meine Bäume nicht zum Spaß gesetzt, nur dass sie da stehen. Natürlich, ich habe große Freude an ihnen, aber es soll auch etwas abwerfen, es soll auch etwas Ertrag geben, damit man am Schluss die Früchte ernten kann von der Arbeit, die man damit auch hat. So sehen die Bäume mittlerweile aus. Das ist ein Kirschbaum und auch der große dort. Für Mitte Mai, die Blühphase hat sich extrem in die Länge gezogen durch das kalte Wetter. Eigentlich bei der Abschlussspritzung hätte es normalerweise gar keine Blüten mehr da. Aber ja, es ist jetzt halt einfach dieses Jahr so. Ich habe jetzt drei Spritzungen gemacht, das ist die dritte. Letztes Jahr hat man eine machen können, das hat gereicht. Ja, so ist das halt einfach. Gut, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Sehen wir jetzt einen jungen Zwetschgenbaum, auch der wird behandelt, geschützt, die Blätter werden geschützt. Ich versuche das mal so zu zeigen, hier noch mein Gerät, das ist ein Gönn, sagt man dem. Mit diesem Hebel hier kann ich die Sprühstärke einstellen, nach vorne, dann geht es weit. Und nach hinten ist ein Sprühstrahl. Das ist der Unterschied, wenn ich nach vorne gehe, dann gibt es so einen Strahl. Das ist vor allem, wenn man bei den Hochstämmen weit nach oben spritzen muss. Wenn immer möglich, versuche ich möglichst mit dem Sprühstrahl die ganze Sache auszubringen. Damit es eine schöne Vernebelung gibt. Okay, machen wir weiter. Die Baumspritze ist gereinigt und schon wieder an ihren Platz gestellt. Das nächste Gerät ist bereits wieder angehängt am Traktor. Heute gibt es noch viel zu tun. Den Kartoffelacker noch fertig bereit machen. Am Nachmittag werden die Kartoffeln gesetzt. Dann muss ich bei meinem Nachbarn noch mit dem Geohobel eine Fläche vorbereiten für die Maissaat. Und ja, was so alles hat einfach noch dazugehört. Ja, Baumspritze, das war die letzte Spritzung beim Steinobst. Da bin ich froh, ich mache das nämlich nicht so gerne. Das ganze Spritzen behagt mir nicht so. Aber trotzdem, ich möchte einen gewissen Ertrag, möchte ich einfach für meinen Aufwand, den ich auch habe mit den Bäumen.
Und darum ist es momentan einfach noch schier unerlässlich, um diese Spritzungen zu machen. Es ist nicht jedes Jahr gleich. Letztes Jahr beim trockenen Wetter, da hatten wir wenig Probleme. Da konnte man mit einer Spritzung das Ganze laufen lassen. Dieses Jahr mussten wir 3 Spritzungen machen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Und ich weiß, das Thema Pflanzenschutz, das ist, da erhitzen sich die Gemüter. Wenn ihr aber weitere Informationen wollt über meine Spritzmittel, die ich verwende, geht mal unter andermatt-biokontroll.ch. Ich habe das Spritzmittel, das Pflanzenschutzmittel von dort. Und dort seht ihr auch, was das für Mittel sind. Die sind auf biologischer Basis aufgebaut und nicht chemisch-synthetisch hergestellt. Also, soweit wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss zusammen.